Yay, Basketball-Teamspiel gegen Tyrone. Ha, hervorragend. Willkommen zurück. Kommt schon wieder mit dem hässlichen Flanders. Es ist doch nicht wahr. Der hat beim letzten Mal schon richtig Pech gebracht. So, machen wir erstmal einen Slam-Dunk und dann passt das hier. Komm. Wir rocken das Ding jetzt hier. Wir haben beim letzten Mal endlich mal den Turkey geworfen beim Bowling-Standard. Und jetzt werden wir auch das Teamspiel hoffentlich so gesehen beenden. Vielleicht werden wir den knappen Sieg nicht bekommen, aber wir werden auf jeden Fall gegen die hier gewinnen und dann gegen die Champions gewinnen. Das schaffen wir jetzt in dem Part, verdammte Scheiße. Gibt's ja wohl nicht. Ist eigentlich echt nicht so unglaublich schwer, wie ich mich hier gerade anstelle. Der hätte im Dreierwurf niemals reingehen können. Aber sowas von niemals. Wie gesagt, das sind ganz andere Kräfte, die hier wirken. Der wirft direkt, ja gut, das konnte ich jetzt nicht erahnen. Ich weiß ja nicht, ob ich da noch irgendwie hätte zwischenkommen können überhaupt. Ob das möglich gewesen wäre. Tyrone, hast du aber ein bisschen geschlafen. Saubere Sache. 8 zu 2. Komm, na. Komm. Ja, jetzt musste er langsam werfen. Das war eigentlich schon recht klar. Komm, wir machen jetzt noch ein Entspannungsding hier. Na, ich hätte wissen müssen, dass die direkt springen. Ach, fuck it. Fuck it. Ja, ich wollte eigentlich mal wieder hier ein bisschen Zeit nutzen, gerade beim Basketball-Teamspiel. Um mal wieder... Du dummer Arsch. Bisschen off-topic zu werden. Dumme Hure. Ist mir aber gerade offenbar nicht möglich. Yes! Saubere Sache, endlich. Und zwar wollte ich vor allem mal ein bisschen über Karneval reden, weil Karneval ist schon ein Topic, was wirklich sehr polarisiert. Das ist so minimal zu spät gewesen. Ja, es ist natürlich ein absolutes Thema, was also ein Thema, was absolut polarisiert. Vor allem halt in den verschiedenen Teilen Deutschlands. Da ich natürlich in der Karnevals-Hochburg wohne in Köln, ist das, denke ich mal, auch mal ganz interessant, so von so einer theoretischen Pro-Seite zu hören. Weil, fuck it. Ich muss sagen, Karneval war bei mir immer so ein bisschen zweigeteilt, weil ich halt wirklich die Musik sehr mag. Das ist richtig geile Musik. Wobei, auf das Thema kam ich übrigens eigentlich nur durch einen Teil in einem Spacewalks-Video, was ich dann kommentieren musste. Und darauf ist dann so eine Mini-Diskussion entbrannt. Es ging auf jeden Fall... Ich fand die Musik schon immer geil. Auch wenn es eben in der Musik entweder nur um den YOLO-Gedanken geht. Also wirklich, hört in 10 Karnevalslieder rein. Wenn ihr über Köln oder was weiß ich, ihr werdet in 8 davon bestimmt irgendwas finden von wegen leb, als wenn es keinen Morgen gibt. Was hauptsächlich mit der Mentalität Saufen zu tun hat. Und das ist leider der ganz große Faktor, der mich an Karneval absolut stört. Sauferei. Es geht für mich einfach... Ich mag generell nichts mit Saufen und sowas. Und generell ist es ist einfach nur unglaublich ekelhaft. Wenn du wirklich einfach nur, was weiß ich, an so einem Zug stehst oder sowas und einfach jeder hier so einen Pappbecher in der Hand hält mit seinem Bier drin und am besten noch wie im Stadion, wenn du dich dann freust, dann kriegst du ja Bier in den Nacken gekippt oder was weiß ich. Es ist einfach richtig ekelhaft. Dazu muss ich vor allem sagen, damals war ich halt als Kind sehr oft mit meiner Mutter dann beim Zug und weil wir halt doch ziemlich viel Süßigkeiten gefangen hatten und halt auch immer das Bier dabei sein musste, leider. Hatten wir halt einige Jahre einen Bollerwagen dabei. Und da waren dann halt natürlich auch die leeren Dosen drin und die waren teilweise natürlich nicht ganz leer. Und dann ist das teilweise auch immer in diese Tüten mit Süßigkeiten gelaufen und das fand ich immer so unglaublich ekelhaft. Ihr könnt euch das jetzt, denke ich mal, vorstellen, irgendwie so, am besten noch so, ich weiß nicht, so wirklich halt so Bonbons, so richtige Kamellen. Die halt irgendwie noch so mit Bier voll gesaugt sind oder irgendwas richtig ekelhaft. Und wir können jetzt, glaube ich, in die Champions spielen. Gegen Tommy und Tyrone ist auch nochmal dabei. Und noch ein Mädel. Das ist, glaube ich, die gleiche auch von gerade, ja. Naja, auf jeden Fall. Deswegen war Karneval für mich auch schon immer so kritisch. Wie gesagt, ich, auch als Kind, ich mochte es wirklich sehr, an den Zügen zu sein und sowas. Das war schon eine sehr tolle Zeit, auf jeden Fall. Und eben durch diese Musik. Es war für mich ein ganz besonderes Gefühl. Der andere Teil der Musik, der jetzt vielleicht nicht unbedingt aus YOLO-Musik besteht, besteht im Endeffekt aus Heimatliebe. Und das ist das, was mich vor allem auch an dieser
Musik so, ja, fasziniert, was mich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach diese Identifikation mit der Stadt und das finde ich einfach richtig geil. Darunter fällt ja auch zum Beispiel die Hymne vom FC, also kann man ja nicht anders sagen, auch da geht es einfach um die Stadt und die Heimatliebe. Und das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Wenn es dann aber eben darüber läuft, dass es einfach wirklich nur Gesaufe ist und nur hier Bützchen links, Bützchen rechts, ich nehme jede, die ich will, das ist absolut scheiße. Das ist wieder einfach dieser Grund zum Saufen, den man unbedingt braucht, was absolut schwachsinnig ist. Nee, also deswegen bin ich da echt, wie gesagt, als kleines Kind war ich echt sau begeistert davon. Aber mittlerweile bin ich einfach nur ein richtiger Anti-Karnevalist geworden, weil es ist überhaupt nicht mein Fall. Wenn meine Freunde dann irgendwie auf den Fischmarkt gehen und dann da richtig saufen. Wenn ich mir dann vor allem auch ansehe, natürlich jetzt dieses Jahr zum Beispiel hat es geregnet, das wäre überhaupt erstmal nichts, ne? Einfach blöd im Regen rumstehen. Da feiern wie sonst was mit sau viel Alkohol. Und dann halt gleichzeitig noch diese sanitären Bedingungen, die auch immer wieder in den Kopf rufen muss. Das sind tausende von Leuten, die da einfach zusammen auf einer engen Fläche stehen. Und dann gehen die meisten in irgendwelche Häuser, wenn und pissen dahin. Oder die Dixie-Klos, die da vielleicht sogar aufgebaut haben, sind einfach mega ekelhaft. Das kommt dann noch dazu. Und die Champions sind echt verdammt schnell mit ihrer Reaktion, muss ich gerade sagen. Auch wenn es am Anfang gar nicht so aussah. Ja, das ist auf jeden Fall widerlich. Das will ich überhaupt nicht. Deswegen finde ich es auch schade, dass es... Ja, das hat einfach diese Magie von der Kindheit genommen. Weil das war wirklich so eine gewisse Verbindung zu Weihnachten, sage ich mal, wo es halt auch noch so richtige Magie war, die mit der Zeit verschwindet. So, im Endeffekt war es bei mir so mit Karneval. Dadurch, dass man halt älter wurde und die Freunde immer mehr in diesen... Ja, einfach nur in dieses Saufgemenge da rein sind und das... Ne? Ich weiß nicht. Echt traurig so für mich. Dazu kommt dann noch mein Ex-Stiefvater, der mich damals auch nochmal wirklich immer genervt hat. Ich hatte halt generell nicht mehr so viel Bock auf die Züge. Und dann kommt halt dazu, dass da einige Fußgruppen dabei sind, die dir dann halt auch mal was zuwerfen. Dann wirft dir mal ein Mädel, so keine Ahnung, irgendwas zu. Und ich habe es teilweise dann halt nicht aufgehoben, weil ich es nicht mochte. Und dann hatte ich halt meinen Stiefvater im Nacken, der dann die ganze Zeit kam. Heb das doch mal auf, das könnte meine zukünftige Schwiegertochter sein. Solche Kommentare haben es mir dann noch zusätzlich versaut. Weil ich einfach nur mega scheiße fand, wirklich. Und dann hat man überhaupt keinen Bock mehr auf sowas. Und deswegen verbarrikadiere ich mich zukünftig an solchen Tagen. Was echt schade ist. Weil es mir früher echt gut gefallen hat. Naja. Trotzdem höre ich die Musik wirklich gerne. Das ist auf jeden Fall trotzdem so, klar. Scheiße, echt. Kacke. Komm. Neustart. Fuck it. Und deswegen finde ich es halt auch wirklich so schade, dass man eigentlich Köln wirklich nur auf Karneval reduziert. Häufig zumindest. Weil es ist im Endeffekt nicht alles. Es ist der Teil der Karnevalsmusik, der Köln eigentlich wirklich ausmacht. Es ist diese Mentalität, Es ist auch schwierig generell, so diese kölsche Mentalität. Es ist eigentlich, das ist ja, im Endeffekt repräsentiert es irgendwie ja schon Karneval, beziehungsweise Karneval repräsentiert diese Mentalität, dass er einfach sagt, ja, scheiß da drauf hier, it kütt wie it kütt, ist mir scheißegal, was morgen ist, ich feiere jetzt hier, ich sauf mich voll, das wird schon irgendwie werden. Prinzipiell finde ich das, ich weiß nicht, das merkt man teilweise. Das merkt man teilweise an mir, das merkt man teilweise an seinen Mitmenschen. Aber diese Art, es auszudrücken mit Karneval, ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Und wie gesagt, dieser eine Teil der Karnevalsmusik, der dann wirklich einfach nur davon schwärmt, wie toll das Miteinander ist, was im Endeffekt nicht wirklich unglaublich toll ist. Das muss ich nämlich auch immer mal vor Augen führen, so dieser...
eigentlich diese Unwahrheiten, die dann in solchen Songs erzählt werden. Dann geht's da um den Kölschen Klüngel, weil einfach nur besagt von wegen, ich tu dir was Gutes, du tust mir was Gutes, Karma, irgendwas. Im Endeffekt ist es aber eigentlich so, dass du so ziemlich immer in Köln, zum Beispiel wenn du an Karneval einfach unkostümiert bist oder sowas, ne? Du wirst einfach direkt angepisst. Da kommt dann in einem richtig derbsten Kölsch, kriegst dann an den Kopf geworfen, sag mal, was machst du denn da hier, in das Karneval? Zieh doch mal ein Kostüm an. Dann denkst du auch so, ja, fick dich doch. Alle so herzensgut und freundlich und buntes Völkchen und so, auf jeden Fall, ne? Ich bin eigentlich gar nicht gesprungen, verdammte Scheiße. Und das ist immer wieder das, was mich einfach abfuckt. Weil sie immer einen auf, ich weiß nicht, fröhlich, freundlich und sonst was tun. Und im Endeffekt, die meisten pissen dich einfach wegen jedem Scheiß an. Es ist, na, schrecklich. Also wenn man sich wirklich beschweren will, ist Kölsch eigentlich echt ein ganz gutes Medium dafür. Wenn man nicht unbedingt sechseln will, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Medium dafür. Also vom Akzent her einfach, es passt so. Na du, man kann sich ganz gut so einen Sachsen vorstellen, der ist aufregt, ne? Aber man kann sich eben auch wirklich sehr gut einen Kölschen vorstellen, der sich aufregt. Weil es einfach schon so diese Mentalität ist in diese Sprache reingegangen, dass man es einfach schon damit identifiziert, dass es einfach nur irgendwelche Miesepeter sind. Die aber im Endeffekt gar nicht so Miesepeter sind, weil sie sich einfach nur besaufen und einfach nur auf das Leben scheißen. Es ist merkwürdig. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ich hab hier Pass! Im rechtzeitigen Moment! Kacke! Fuck it! Ich lieg schon wieder hinten. Ich glaube, ich muss mich mehr auf die Champions konzentrieren hier. Das ist echt nicht so einfach. Einer auf der springt bei dem letzten Ding da, der Bastard. That's free! Das sehe ich selber. Surprise. Ich wollte erst direkt springen, hab's mal lieber gelassen. Und der trifft nicht, der Bart! Was soll das denn? Ist aber nicht Elbato. Ach, das war's, ne? Ne, das war's nicht. Aber ich habe trotzdem noch sehr low Chancen hier. Selbst wenn ich jetzt noch einen Dreier werfen würde. Und das, glaube ich, ziemlich wenig an meiner Gesamtsituation ändern. Warum wirft das? Wie konnte der drüber gehen? Ich verstehe das nie, wie der Ball drüber... Nein! Echt nicht. Das gibt es doch nicht. Heilige Scheiße. Ja, man muss aber auch sagen, gerade wenn man jetzt in Außenbezirken ist, ich meine, ich bin jetzt nicht direkt in der Altstadt oder sowas, man bekommt eigentlich vom kölschen Leben nichts mit. Also es ist wirklich, du hörst nur noch ganz wenig diese Sprache und es ist auch irgendwie ganz gut so. Ich weiß nicht, das kann man mal zwischendurch hören, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz schön eigentlich. Weil ich mich ja in gewisser Weise auch damit identifizieren kann, weil es einfach meine Heimat ist, aber es... Wie gesagt, sobald du das hörst, weißt du eigentlich, dass du einfach nur angepisst wirst. Und da hast du natürlich überhaupt keinen Bock drauf. So. Der ist schon wieder drüber. Ich verstehe das nicht. Wieso? Wirklich? Das gibt's doch nicht. Ach, der Arsch! Ich fall wieder auf die Scheiße rein hier. Ey, es ist unglaublich schwierig, ne? Das gibt es nicht hier. Jetzt ein easy Dreier. Mario, du bist doch einfach nur inkompetent! Heilige Scheiße! Was soll das denn? Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Nichtsdestotrotz bin ich gerne in der Altstadt, weil es ist ein unglaublich schönes Flair. Natürlich auch in der Nähe vom Dom, in der Nähe vom Rhein. Es ist einfach... Es ist Heimat. Deswegen bin ich trotzdem gerne da. Auch wenn ich die Leute einfach nicht abhaben kann. Das ist so. Die Gesellschaft sagt mir generell nicht zu. Insofern ist das kein Wunder. Noch Mann! Dumme Scheiße.
So, her damit. Jetzt geben wir nochmal ein bisschen Gas hier. Wir brauchen jetzt unbedingt mal einen Dreier. Zwei erreicht er ja schon nicht mehr. Na Mann! Wieso denn nicht? Heilige Scheiße. Na komm. No. Ich hasse das, Alter. Wieso wirft er jetzt so schnell? Elendiger Drecksack, echt. Das kann ich mir noch nicht mehr schaffen. Das ist, ach komm, fick dich. Ich kann das nicht mehr schaffen. Wir dürfen schon wieder neu starten, echt. Schrecklich, 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 schrecklich. Gegen weniger schrecklich ist, dass ich mittlerweile endlich mal mein Puzzle relativ weit habe. Also mir fehlt, ich schätze mal, so ein Viertel oder sowas vom Puzzle. Von 200 Teilen, 2000 Teilen. Das ist doch schon ganz cool. Vor allem, weil nicht mehr jedes Teil hier auf dem Boden rumfliegt. Und das ist auch das erste 2000er, was ich mache. Naja. Ach, fuck it. Nein. Ach ja, Puzzle ist einfach entspannt. Es ist... Ich weiß nicht, es ist für mich einfach wirklich ein richtiger schöner Ausgleich. Und es fördert natürlich auch die Geduld und das merkt man in meinen Projekten eigentlich gar nicht. Das ist so ein Wichser! Das ist so ein Hurensohn! Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich werde das Spiel doch nicht heute beenden. Ich warte doch bis zum Todestag, Alter. Was soll das denn? Ich brauche mein Erfolgserlebnis. So. Fickt euch. Ohne Witz, das ist so crank gerade. Das gibt es nicht. Ich komme einfach zu nix. Na! Wie schnell soll man denn da reagieren, ey? Ganz ehrlich. Na! Das motiviert mich so gar nicht, dieses Spiel, ne? Es ist so schrecklich. Es ist gerade wie die letzte Aufnahme von Ratchet & Clank. Die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht hochgeladen sein wird. Insofern freut euch drauf. Auf dem Planeten Welden. Da ging es nämlich richtig schön ab für mich. So stark, dass ich beim nächsten Mal wahrscheinlich meinen alten Spielstand wieder neu laden muss, weil ich Geld brauche. Weil ich Munition brauche. Mega kacke. Ja, ich habe mir nämlich für diese 30.000, weil ich das Geld dann eben mal hatte, diese komische Waffe da gekauft, dieser Elektro-Kack da. Die ist zwar an sich ganz nice, aber in dem Fall eher irrelevant, weil ich einfach Geld brauche für Visi-Bomben! Weil ich sonst überhaupt keine Chance habe, da durchzukommen, ne? Ich muss das alles vorher mit Visi-Bomben plätten, sonst geht das nicht. Naja. Und das Geld hatte ich dann eben nicht mehr dadurch. Jetzt habe ich extra vorsichtig gemacht hier. Komm, wir haben 3 Rückstand, das ist noch absolut drin. Wenn ich mich jetzt ganz gut anstellen würde. Der wirft jetzt. Hat der Arsch! Der ist doch so... Der ist so abgezockt, der Wichser. So ein Drecksack, echt. Richtig mieser Arsch. Da, du... Bei denen klappt das immer. Bei mir nicht. Die haben doch meinen Korb da verkleinert. Kannst du mir noch nicht erzählen. Scheißdreck. Der ist wieder... Nee, der ist nicht drin. Toll. Bringt mir trotzdem. Ich habe noch 37 Sekunden. Und sowas trifft dann nicht. Du bist doch einfach nur dämlich. Junge. Na, Mo. Ich bin sowas von... Wie schnell soll man da bitte reagieren? Das ist doch einfach nur krank. Das ist krank. Komm, Lisa, du machst das jetzt. Du machst das jetzt hier. Der geht schon wieder viel zu weit nach rechts. Was kannst du eigentlich, du Dämm-Kacke? Voll die geile Beleidigung. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen hier. Vor allem ist ja sau heiß. Ich glaube, ich breche jetzt gerade hier den Part ab. Weil ich keinen Bock habe, hier noch 10 Minuten in dieser Hitze auszuhalten und gleichzeitig noch absolut nichts zu schaffen. No. Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wann ich den Part weiter aufnehme. Bis dahin. Los geht's.
Und wir drücken A und B. Super. Los geht's. Uhr. Ja, es ist natürlich kacke, weil mein Handy jetzt nicht aufgeladen ist. Gut. Läuft alles hier. So 10 Minuten. Ich hoffe, ich denke dran. So. So, es geht weiter hier gegen die Champions. Jetzt in einem neuen Anlauf mit Thaddeus und Darth Vader im Team. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, ich werde den Part auf jeden Fall jetzt soweit wir es nehmen und jetzt einfach fortführen. Und ja, wie gesagt, ich war ja ein bisschen unentschlossen, ob ich das alles hochlade. Ich war so mit dem Video ein bisschen unzufrieden, weil ich mich da auch wieder sehr oft überholt habe mit meinem Thema und irgendwie. Na, ich war nicht so damit zufrieden. Ey, das gibt's doch nicht, die. Was ist das? Ich krieg's nicht hin. Ich meine, ich nehme den gerade auch die ganze Zeit die Bälle ab, aber es ist trotzdem krank. Ich krieg's nicht hin, gegen die zu punkten. Ich werf jetzt direkt. Ey, es gibt es nicht. Ich will das schaffen. Das ist echt nicht einfach irgendwie, ne? Aber ich will das schaffen. Komm. Nein! Scheiße. Ich bin so langsam. Wenn ich das jetzt partout nicht schaffen sollte. Ich hoffe mal, ich denke daran, dass ich das Video jetzt hier nur 10 Minuten machen darf. Weil ich ja schon 20 Minuten habe. Sehr gut. Soll ich jetzt einfach nichts mehr kassieren. Dann reicht es doch. Das werde ich aber nicht schaffen. Wenn ich das partout nicht schaffen sollte, dann werde ich es auch lassen. Ich habe so schlechte Reaktionen. Das ist. Oh, katastrophal. Eieieiei. Komm schon! Nein! Ah, Mann! Verdammte Scheiße! Aber immerhin kann ich jetzt wahrscheinlich gleich abwarten. Die springen direkt, schätze ich mal. Also, das war jetzt öfter der Fall. Der wird früh springen, glaube ich, oder? Nee. Nein! Ich habe immer Angst, viel zu früh zu springen und dann springe ich einfach viel zu spät. Das ist Kacke. Menno. So, Thaddeus, ich glaube, die springt jetzt direkt. Nein, tut sie nicht. Die ist doof. Und ich treffe einfach nicht. Das heißt, ich bin auch doof. Ach, Mann. Ich habe halt auch einfach überhaupt nicht mehr die Motivation dafür, das jetzt ewig lang zu versuchen. Also theoretisch schon, aber wir haben schon so lange ja in dem Projekt gebraucht für irgendwas. Meine Motivation ist ein bisschen im Arsch. Ach du dumme Nuss, wieso springst du direkt? Mann! Ja, weil die ein Champion ist. Und damit können wir es schon absolut vergessen. Ist doch kacke. Ach, ich glaube, ich mache jetzt nur noch ein, zwei Versuche. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist mir das auch jetzt egal. Ey, das gibt es doch nicht! Wie soll ich denn da durchkommen? Meine Fresse. Ist nicht... Ah, super! Toll! Wahnsinn! Ist ja echt super. Ey, der war doch nicht drüber! Ach, der Bart, was kannst du eigentlich? Meine Güte. Ich habe halt aber schon zum... Nein, seit... Bestimmt ein, zwei Monate mal wieder Simpsons geguckt. Das war echt cool. Hat sehr viel Bock gemacht. Ey, das ist nicht möglich. Ich kann da nicht. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich werde auch immer schlechter. Das ist nicht möglich, verdammt. Punkt. Wie soll ich das schaffen? Mit Flanders schaffe ich das sowieso nicht. Ja, hätte ich das. Da springt er einfach, der Pisser. Hätte ich doch mal gewartet. Und sowas fuckt mich dann auch zusätzlich ab, wenn ich dann ein bisschen zu nervös bin oder was. Ich wollte meine Arme hochreißen, genauso wie vorher.
Und dann ist er gesprungen, der Pisser. Ach, unglaublich, echt. Ich glaube, das hängt mal an den Nagel. Och Gott. Och Gott. Heilige Kacke. Ist das schlecht. Dann reagiert die Fernbedienung nicht so, wie sie soll. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir haben toten Punkt erreicht. Der Rosan hat recht. Ach Gott, nein. Nee, ich glaube, wir sollten aufhören mit dem Teamspiel hier. Das hat keinen Sinn mehr. Ich würde da nochmal ein bisschen Kanu fahren versuchen auf Profi. Gucken, was da so kommen. Und sonst beenden wir die Sache auch. Das hat ja keinen Sinn, das noch weiter rauszuzögern, vor allem wenn man da nicht trifft. Das ist so free gewesen und ich treffe den dann halt einfach nicht. Das kann ich mir gegen die Champions absolut nicht erlauben. Man sieht aber auch dann trotzdem, dass es machbar ist. Zumindest jetzt hier mal wieder den Ausgleich. Dann hätte ich sowas von kriegen können. Ja, war mir klar, dass das... Der trifft natürlich dann auch, klar. Absolut logisch. Aber ich... Die haben einfach viel zu gute Reaktionen dafür. Nee. Es ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Letzter Versuch jetzt. Ich schaff's einfach nicht. Hätte der mal ein bisschen besser reagiert, der Pisser. Und das war's eigentlich schon, ganz ehrlich. Was soll ich da noch machen? Ist einfach mal so eindeutig wie Frankreich-Island, absolut. Und das sowas muss doch dann sitzen! Warum sitzt sowas nicht? Meine Fresse, es ist doch nicht möglich. Ist ja nicht so, als würden die mir keine Chancen geben, aber ich nutze die absolut nicht. Du bist einfach dämlich! Geh zurück in deine Scheißbar und erhäng dich, so wie du es mal vorhattest. Öfter. Mo. Pisser. Nee. Nee. Es geht nicht. Weil solche Arschgrotten wie Mo den Ball einfach nicht versenken können. Können nicht mal sich selber versenken. Ne, es geht nicht. Und der Zeppelin war verdammt tief irgendwie, habe ich das Gefühl. Meine Fresse, echt, was soll das? Ja, und dann legt er sich auf die Schnauze und nee, ich habe jetzt die Schnauze damit voll. Muss echt nicht sein. Ja. Wir fahren beim nächsten Mal nochmal ein bisschen Kanu und das wird dann wahrscheinlich der letzte Part, aber das habe ich schon öfter bei Projekten gesagt. Vielleicht finde ich nochmal Motivation, auch nochmal Bogenschießen gleich zu machen. Hätte ich auch eigentlich Lust drauf, aber ich weiß, dass ich da wahrscheinlich nicht erfolgreich sein werde. Weil es einfach viel zu viel Übung braucht. Wobei, ne, ich versuche einfach beim nächsten Mal direkt mal Bogenschießen. Dann sehen wir uns ja wieder. Bis dahin. Tschüss.